Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute nehme ich dich mal so ein bisschen mit auf die Reise und zwar zeige ich dir einfach mal, wie ich mein YouTube-Zimmer hier so ein bisschen umgestalte. Ich zeige dir einfach mal überhaupt, wie mein Zimmer aktuell aussieht und dann nachher siehst du auch, wie es nachher aussehen wird. Also, oh. Wenn man mit der Hand filmt, dann ist das irgendwie alles gar nicht so einfach. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, das hier ist jetzt Stand vorher tatsächlich von meinem YouTube-Zimmer, sage ich immer so schön dazu. Hier habe ich so, ja, wichtige Masken, sage ich mal, die ich jetzt demnächst auch mal austesten möchte. Hier oben meine Pinsel und Fußmasken und Maskensets. Dann hier noch eine Beleuchtung. Da ist jetzt hier so mein Hintergrund, den kennt ihr ja. Hier unten steht noch der Bester. Das werden wir gleich anders machen. Mein Mini-Hocker. Genau, das ist meine Aufgebraucht-Geschichte. So sieht es aktuell aus und das haben wir etwas anders vor. Hier habe ich noch meine Malmkommode stehen. Da hatte ich ja nur noch in den unteren zwei Etagen jetzt tatsächlich Schuhe drin. Und hier oben habe ich hier meine Lidschattenpaletten drin. Aber auch das wollte ich irgendwie ein bisschen anders gestalten. Obendrauf habe ich Verlosungskisten und Krümpelkram. Und ja, so sieht mein aktuelles Aufbewahrungssystem aus. Also das ist ja mehr schlecht als recht tatsächlich, ne? Es ist ganz nett, aber es ist halt wirklich kunterbunt. Dann habe ich hier noch Kleiderschränke drin stehen, wo oben Kram drauf ist. Und ach, das hier ist quasi unser Schrank, wo wir so unser Karnevalszeug drin haben. Genau. Und das hier ist eine absolute Rumpelecke. Das hier ist ganz furchtbar. Hier habe ich auch nochmal einen Kleiderschrank, wo oben drauf meine Hängematte für den Sommer ist. Da drin sind so Jacken und sowas. Und hier haben wir nochmal ein Bester stehen. Da drauf Kartons, ein Bild, was ich selber gemalt habe, Malen nach Zahlen. Und das ist so eine Krüvelecke. Und wir haben vor, dass wir das Bester-Regal auf dem Bester-Regal stapeln. Ich hoffe, das funktioniert. Und das ganze Kram aufräumen. Das wird wahrscheinlich so bleiben, weil ich das eigentlich ganz schön finde, wenn hier die Tür auf ist, dass man reinguckt und dann das so sieht. Finde ich eigentlich ganz nice. Aber den Hintergrund werde ich komplett anders machen. Da waren wir jetzt bei IKEA. Und dann wird das alles etwas anders aussehen. Sodass dann auch quasi dieses Bild des Grauens sich etwas ändert und seid gespannt und ja, dann werde ich auch auf jeden Fall eine etwas angenehmere Sitzmöglichkeit haben und einen Schreibtisch und nicht mehr mein kleines Ding. Unten drunter der Müllhammer ist auch super, ne? Ja, dann legen wir mal los mit dem Zusammenbauen. Es ist ganz schön viel. Und was ich ganz vergessen hatte, die Lampe wird sich auch noch ändern, weil die bringt ungefähr gar kein Licht. Ja, wir haben hier noch die alte Holzvertäfelung vom Vorbesitzer des Hauses. Da bin ich mal ganz gespannt, ob die andere Lampe dann etwas mehr Licht bringen wird. Das ist zwar, Entschuldigung, das waren jetzt meine Finger, auch eine von IKEA, aber, oh, das ist die Lampe, die bringt nicht viel Licht, ne? Da siehst du nicht viel. Sorry, das sollte gerade so ein bisschen Tine Wittler-Style sein bei hier. Ist gar nicht schöner Wohnen zu Hause im Glück, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich gegen den Schrank gedutscht, ne? Sieht das hier so wie folgt aus. Und zwar haben wir jetzt einfach mal die beiden Besters übereinander gestapelt. Ich werde im oberen Bester auch in diesen ganzen Boxen und so weiter mein ganzes Verpackungszeug, also meine Kräuselband und Sticker und so weiter, ne, für Geschenke und sowas reinpacken und dann auch beschriften. Denn, ich habe so ein wunderbares Beschriftungsgerät. Das haben wir, glaube ich, mal von, ich glaube, Aldi oder so gekauft. Oh, das ist herrlich. Werdet ihr auch gleich sehen, wofür ich das alles verwendet habe. Mega cooles Teil. Hier habe ich den Wärmeregler von meiner Fußbodenheizung hier. Den müssen wir doch irgendwann mal einfach an die Wand montieren, ne? Naja. Ja, hier drauf sind dann auch die Auflagen. Nicht die schönste Box, aber sie muss halt auch irgendwo einen Platz in dem Haus kriegen. Und deswegen ist es hier auch immer so warm, weil hier direkt da ist unser Kamin und das ist immer sehr warm und dann führt das Rohr da lang,
da durch und dann halt nach oben. Deswegen ist hier immer sehr warm. Ja, genau. Die Hängematte ist da auch noch nach wie vor, aber das ist nun mal so. Hier habe ich auch nach wie vor noch meine ganzen Jacken und Mäntel und keine Ahnung. Das ist übrigens mein Schullager. Ja, meine Masken sind da nach wie vor auch noch, beziehungsweise ein Teil meiner Masken. Und die Pinsel haben aber einen etwas neueren Platz gefunden, jedenfalls ein Teil von den Pinseln. Das sind meine Highlighter-Pinsel. Und dann habe ich, also Highlighter-Pinsel, und dann habe ich hier noch so zwei besondere. Das habe ich mal irgendwann mega günstig von Amazon gekauft. Fand ich einfach witzig. Und. Weichling, komm raus! Und das ist quasi der von Innovet, den hatte ich in meiner allerersten Glossybox. Ja, ne, zwei Fußmasken, die ich noch ausprobieren möchte. Das habe ich ja auch schon mal mit euch zusammen gekauft. Falls ihr euch erinnert, das war, als ich Deko gekauft habe. Naja, in meinem Action versus Teddy versus Postenbörse Haul quasi. Hier habe ich Pinsel, die ich nicht so oft benutze. Das sind so Concealer-Pinsel oder hier so Buffer-Pinsel für Foundation oder sowas. Eher selten, dass ich das benutze. Ja, hier meine ganzen Masken. Das da oben sind Crememasken. Die werdet ihr auch alle sehr bald in einem Maskenvideo sehen. Das hier sind dann alles so Tuchmasken und das da unten sind so DIY-Multimasking, keine Ahnung, Masken. Ja, die Lampe war schon vorher da. Wundert euch nicht, hier sind überall Löcher an den Wänden, in den Wänden, weil als wir das Haus gekauft haben, haben wir diesen Raum hier nicht renoviert, sondern ja, so gelassen, weil das soll irgendwann mal Kinderzimmer werden. Genau, hier sind dann die beiden Lampen. Ja, das hier ist nochmal der Karnevalsschrank. Da oben habe ich aufgeräumt. Da habe ich das weggekriegt alles. Ja, hier unten sieht es auch ein bisschen besser aus. Auch wenn hier jetzt Kabelsalat ist, aber das liegt daran, dass die Kabel jetzt hier lang geführt werden und nicht mehr da hinten zur Steckdose. Naja, die Heizung muss nochmal abgeschliffen werden. Die ist noch. Wir haben damals leider die falsche Seite abgeschliffen und gestrichen. Naja, ich glaube, man kann die aber auch umdrehen. Ich weiß es nicht. Mein Freund wird mir sagen, was ich machen muss. Naja, das ist die Malmkommode. Ja, wie ihr seht, hier ist ungefähr alles von IKEA. Also Billy, Malm. Keine Ahnung, Kleiderschrank auch von IKEA. Bester, bester. Natürlich sind die Auflagen und unsere Möbel für draußen auch von IKEA. Expedit, mittlerweile Kallax. Ja, das ne, ist halt nicht von IKEA. Masken gibt es da noch nicht. Die haben alles, aber noch nicht das. Genau, hier habe ich oben drauf aufgeräumt. Das hier sind schon mal, dass ich anfange für. So, Verlosung zu sammeln, da habe ich was vor. Nach wie vor hat sich hier bei meinen Lidschatten noch nicht allzu viel getan. Ja, aber hier sind jetzt auch mit reingewandert die Lidschattenpaletten, die ich noch gerne austesten möchte. Und hier habe ich dann die Paletten, die ich schon mal benutzt habe und wo ich mir mein Urteil zu gebildet habe. Jo, dann habe ich hier jetzt bei diesem Billy-Regal, da oben habe ich jetzt auch noch ein bisschen Kartons draufstehen für Versandgeschichten. Da habe ich demnächst mal vor, das auszuprobieren. Hier habe ich zwei Tütchen für zwei Freundinnen von mir. Das hier ist für eine andere YouTuberin. Da habe ich so ein Tauschpaket, Trash-Tauschpaket. Hier habe ich drin, ja, das ist so, ne, diese Fusselviecher, die man aus den Pinkboxen und so weiter hat. Und hier unten sind meine Aufgebrauchtsachen, die ich jetzt so sammle bis zum Monatsende. Genau, dann drehen wir uns einmal um. Und ihr seht einmal das Wunderwerk, wie es geworden ist. Also hier oben haben wir jetzt einfach so einen Strahler. Das fand ich ganz gut. Der gibt echt schön Licht. Das finde ich so angenehm. Ja, und das war jetzt echt anstrengend. Also, was habe ich denn gemacht die ganze Zeit? Ja, war ja doch ein bisschen, ne, was ich hier getrieben habe. Wir haben hier zwei Billigregale gekauft. Das ist einmal dieses ganz normale 80er und das ist ein 40er. Dann habe ich diese Boxen gekauft. Ich blende euch auch mal hier ein, wie die heißen. Sind aber furchtbar zusammenzubauen. Und bei der Box da oben fehlte dieses Moped, was da vorne drauf ist. Das war ein bisschen blöd. Ja. Da habe ich jetzt einfach Glossy-Boxen und Flaconi-Boxen reingepackt, weil ich auch gar nicht mehr so viele Boxen hatte und da mussten noch welche hin. Ich hatte noch ein bisschen was, was ich verstauen musste, aber fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ich fand, dass das Rosa da auch wo reinpasst, beziehungsweise dieses Aprikotfarbene. Ja, das sind natürlich Kunstblumen, das auch.
Das ist das. Das sind auch noch Kunstblumen. Das ist mein Finger. Nicht meinen Finger scharf stellen. Das ist eine Kunstblume. Und das ist eine Kunstblume, weil hier kannst du sonst keine echte Blume haben. Das ist eine echte Blume. Aber das ist eher ein Ungetüm als eine Blume. Das sollte eigentlich gar nicht so groß werden. Normalerweise sind diese Pflanzen nur ungefähr so hoch. Und dieser hat sich einfach mal gedacht, nein, ich explodiere mal. Und ich mag die gar nicht beschneiden, weil irgendwie ist es halt auch ganz witzig, ne? Ich lasse sie einfach weiter wachsen, dann kann ich hier auch runterranken, wenn sie lustig ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ginkgo? Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Was steht denn hier drauf? Bohemian Bravour. Keine Ahnung. Peperomia obtusifolia. Keine Ahnung. Ich bin kein Botaniker. Ja, ist auf jeden Fall ein Ungetüm, ein sehr witziges Ungetüm, wo ich mal die alten Blätter hier mal. Mensch, da filme ich doch hier und zeige euch das und habe hier den Ösel-Kram. Gut, dass ich hier einen Mülleimer habe. Ja, genau. Die ist, ja, robust. Naja, auf jeden Fall. Kommen wir wieder zum Wesentlichen zurück. Genau. Die Lampe hatte ich ja vorher schon. Die Kerzen wollte ich nach vor lassen. Das davor ist auch eine Kunstblume. Hier kannst du keine, ne, das ist, kannst du ja nicht machen. Das ist natürlich auch eine Kunstblume. Das da unten auch. Und ich glaube, da unten irgendwo ist auch noch eine hinter dem Stuhl. Genau, die Boxen zusammen zu montieren war echt furchtbar. Ich glaube, ich habe an allen Boxen, das sind 20 Stück, Stunde oder so gesessen. Also in der Zeit hat mein Freund tatsächlich das Billy zusammengebaut, das Billy zusammengebaut und war auch fast fertig mit dem Schreibtisch. Wahnsinn. Also es war mir schon ein bisschen peinlich. Naja, einen neuen Stuhl habe ich auch. Ich zeige euch das mal besser von der Seite, weil das ist ein bisschen. Ha. Es ist so bequem. Ich habe meinen Hocker nicht mehr. Und der, man sieht es nicht, aber er ist wirklich super bequem. Richtig geil. Genau, passend zu diesen Boxen. Ich sehe da jetzt mal so ein bisschen vernäher. Die habe ich ja hier mit dem Beschriftungsgerät beschriftet. Eiwandfein, ne? Habe ich mir Mühe gegeben. Ja, ich mag ja Ordnung, ne? Naja, da habe ich dann meine Pinsel. Da sind so meine Puder- und Blush- und Bronzerpinsel und meine Augenpinsel. Einfach mal generell Augenpinsel. Das habe ich mal von einem ganz, ganz lieben Freund von uns zum Geburtstag gekriegt, dieses Teelicht. Und ich liebe es, weil ich das vom Design her so schön finde. Genau. Und passend zu diesen Boxen haben wir auch noch so runde Boxen gekauft. Die gab es leider nicht mehr in diesem hellblau-türkis. Wenn ich demnächst mal irgendwann zu Ikea komme und die sehe, dass die da noch da sind in hellblau-türkis, nehme ich mir die sowas von mit. Jo. So, Stuhl, geh mal zur Seite. Yep. Hier muss man jetzt ein bisschen tiefer gehen, aber das ist nicht schlimm. Hier unten habe ich jetzt meine Highlighter, die ich quasi schon mal getestet habe drin. Aber ich zeige euch ja noch meine Schminksammlung. Da seht ihr das alles. Auch das ist eine Kunstblume. Live, dream and be happy. Ich liebe es. Und ja, mein Freund und ich haben dann hier hinten mal reingebohrt, damit die Kabel da hinten so rumgeführt werden können. Genauso auch hinter dem hier. Kann man das filmen? Ja. Einfach ein Loch reingebohrt. Da sind wir ja gar nicht so, ne? Und da sind dann die Steckdosen. Ja, und hier haben wir den Schreibtisch. So, und jetzt filme ich mal aus der Perspektive, aus der ich immer alles so sehe. Hier ist ein Spiegel. Endlich habe ich hier einen Spiegel. Ja, ich sehe ein bisschen zerzaust aus. Egal. Leute, wir kriegen das hin, hoffentlich. Ja, es war halt ein bisschen anstrengend. Ich musste ganz schön viel machen und denken. Und der ist so schön groß und das gefällt mir. Und da oben sitzt ihr. Und dann gucke ich quasi immer auf mein Bild, was ich ja mal gemalt habe mit den Malnachtzahlen. Oh, mega gut. Hier habe ich meine, ja, Tücherbox stehen. Dann habe ich hier meinen Mülleimer stehen. Total spektakulär. Dann habe ich hier einfach auch noch so ein ja, Büro-Moped. Genau so wie das ja da unten. Aber das ist halt in Schwarz. Und dann habe ich hier so Lippenpflegestifte, dann den Handspiegel von der lieben Fiona, Stifte und dann Maskenpinsel, eine Schere, mein Ultrafeuerzeug, ein bisschen was zum Schreiben. Und hier zum Swatches entfernen habe ich dann auch noch ganz einfach solche Tücher. Das ist eine Softbox, das ist noch eine Softbox, die sind ganz schön hell und warm. Und ein Ringlicht. Verlinke ich aber alles immer wieder in der Infobox. Oh mein Gott, ich sehe echt fertig aus. Ja, es ist jetzt auch echt mittlerweile schon echt spät, ne? Bei dem Schreibtisch ist das Coole, zum einen, dass der eine echt schöne Oberfläche hat. Auch der ist natürlich von Ikea. Ich schreibe euch das alles auch rein, wie die ganzen Dinge heißen. Das weiß ich gerade echt nicht aus dem Kopf. Ich bin da nicht so. Hätte ich auch mal drüber putzen können, ne?
Ja, hier habe ich dann noch so ein paar Möglichkeiten, was abzulegen. Also du hast hier ganz normal zwei Böden drin. Im Prinzip passen hier genau zwei Pinkboxen hintereinander. Hier habe ich eine Instabox reingeschoben und von hinten passt auch noch mal eine Pinkbox rein. Und hier sind dann noch ein paar andere Masken, weil das ist natürlich bei weitem nicht alles. Denn hier in dieser Kiste geht's weiter. Aber ihr habt das ja gesehen bei meinem Beauty-Sammlungs-Maskenvideo. Genau. Ja. Und von hier aus beobachte ich euch dann quasi immer. Mega, ne? Und jetzt drehe ich den Spieß mal um und dann könnt ihr mich sehen, wie ihr mich zukünftig sehen werdet. Ist das nicht großartig? Ja, also es wird noch den ein oder anderen Feinschliff definitiv geben, weil mich stört, dass man da hinten in der Ecke diesen Prümpel sieht, den will ich noch irgendwie wegkriegen und irgendwie gefällt mir das auch noch nicht hundertprozentig vom Licht. Aber ich bin schon mal extrem begeistert und finde das sau cool und freue mich drauf, weil jetzt kann ich auch richtig geil so Schminkvideos mit euch zusammen drehen, weil ich hier diesen Spiegel habe und dann kann ich euch echt nahe kommen und dann hier so schminken und machen und tun und. Ich bin so glücklich. Das finde ich so großartig. Wirklich. Ich finde das richtig cool. Ja, das Ganze hat auch mal schlappe, ich glaube, 320 Euro gekostet. Also günstig war der Spaß heute. Echt nicht. Aber ja, ich hatte einfach Bock drauf und habe einfach gedacht, naja, so ein bisschen professioneller willst du das ja auch haben, ein bisschen hübscher. Und ich fand das auch mit diesen, wie ich meine ganzen Beauty- und Pflegesachen gemacht habe, echt nicht schön. Also von daher, naja. Ihr Lieben, ja, das war jetzt fast ein Vlog, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Aber das war jetzt einfach mal so. Ich nehme euch mit auf die Reise. Ich habe euch jetzt natürlich nicht gezeigt, wie ich die einzelnen Produkte so zusammenbaue oder so. Aber das fand ich jetzt auch nicht ganz so spektakulär. Vor allem, weil ich ja auch die ganze Zeit nur diese tollen Boxen zusammengebaut habe und hauptsächlich mein Freund ja gebaut hat. Und der lässt sich ja so ungern filmen. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat das das Mitnehmen gefreut. Dann lasst mir noch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch ganz einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen, fühlt euch. Ich nehme die Arme nicht hoch, weil ich schwitze. Ganz doll gedrückt von mir. ja, ich werde jetzt unter die Dusche hüpfen und ja, ich wünsche euch einfach eine wunderschöne Zeit. Ich verlinke dir einfach hier mal so drei Videos und auf der Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einfach kostenlos abonnieren. Ich bin fertig, merkt man das? Ja, bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Ciao!